Ja, ihr seht richtig, wir sind bei Fire Emblem Fates. Naja, fast. Wir sind zumindest auf der Map von Fates. Aber in der Welt von Engage. Ich weiß, es ist verrückt, war Fire Emblem halt. Und wir müssen gegen Cohen antreten. Und ich habe ein bisschen Schiss davor. Die steht da in der Mitte. Gegner mit allem möglichen wieder mal. Was? Wakizashi. Wurfschwer von Emblem Cohen. Nee. Nur Fernangriffe möglich. Also. Doppelkatane, das Ding kenne ich. Yato, das kennen wir auch. 39 physischer Angriff, Alter. Heilige Schwer von Emblem Cohen. Hm, du mich auch, ey. Also, ich würde sagen, mach dir relativ schnell Platz. Das Problem ist. Ich muss leider wieder mit dabei sein, hä? Der gute alte Michael ist immer mit dabei. Und jetzt ist halt die Frage, wie gehen wir hier vor? Wir nehmen hier alles mit. Cohen ist ja weg. Das müsste mir einen Anring geben. Die Frage ist, ob vielleicht mal. Eigentlich würde ich gerne mal Soen testen, ganz ehrlich, aber. Ach, vielleicht auch sind jetzt mal die Charaktere einsetzen, die jetzt noch nicht so ein hohes Level haben. Oh, weil man nicht mehr so klein war. Nee, Quatsch. Wenn ich natürlich mitnehme, ist Louis. Ganz klar, wir nehmen Louis mit. Wo ist er? Louis? Ah, hier oben. So versteckst du dich auch, Louis. Sidal, Tiki, Kombi. Zum Abfangen finde ich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir eben Louis. Wir haben auch Hortensia. Der ist mehr für die Resistenz zum Ablocken. Und dass er relativ schnell ist, wird es eh keiner doppeln. Also alles cool. Dann die Frage. Ja, ich nehme Boucheron mit. Klo wieder mal wäre auch eine Option. Ich glaube aber, ich werde danach. Weil Lüni ist sowieso immer cool. Merin Erika noch zu wenig in der Kombi eingesetzt. Die muss auch mit. Und dann. Wulubel. Alfred. Diamant und Ike wären natürlich auch eine Kombi, die sich in sich hätte, vor allem zum Anlocken. Ich muss eh Louis einen neuen Ring geben, sehe ich gerade. Edelgard Ring, nee, der gehört mir. Den haben wir schon. Er ist auch mit dabei. Die sowieso. Sie auch. Er auch. Ja, nimmst du einen Ring von Ike. Das ist eigentlich sowieso dein Ring. Warum hat Diamant. Stimmt, wir haben Diamant gegeben. Aber eigentlich wäre es ja sein Ring. Sein Ring, Mann. So, mal ganz kurz durchchecken. Er hat einen Eisenbogen dabei, braucht er nicht. Das klären wir ganz schnell. Und hier will noch ein bisschen mit den Items gucken. Dann kannst du einfach sicher noch mal ein paar Heilmittel mitnehmen, ganz ehrlich. Dennoch Elixier, das sind Heiler, die brauchen keins. Du. Dann halt Citrin doch nicht dabei. Naja, werden wir halt sie und so ein anderes Mal testen. Auf Herz und Nieren wohlgemerkt, wa? Louis natürlich auch schon ein hohes Level, das stimmt. Aber generell auch jetzt von Werten ist auch eher ein bisschen. Oh. Gut, die haben auch zu früh entwickelt, muss man zugeben. Ach, keine Weih, mach bald das zwei Ziegel einsetzen, wieder zurückzustufen, ne? So ist er nicht. Was ich auch nicht tun darf, ist mich selber zu sehr trainieren. Stimmt, eigentlich deswegen muss ich ja bei Alfred vielleicht ihren Freehouse-Ring dann geben. Ich meine, Lucina ist ja cool, gar kein Thema. Ich krieg halt Speed drauf mit ihr. Auch schon mal zwei von den krassen Waffen. Aber trotzdem kaum irgendwie Trefferquote, aber ich kann eine Linie halt noch. Hauskombo in Kombination mit Beilef, der auch dabei ist, das könnte klappen. Ja, dann nehmen wir den hier. Was Michael doch noch irgendwas machen will, kann einen Lucina-Ring nehmen, mit der habe ich auch ein Bündnis. So ganz einfach Gutes. Alter, habe ich auch ein Ding drauf. Okay, den Bogen noch. Einen Bogen ja raus, wa?
dass er Michael nur dabei haben muss. Voll nervig, ey. Jetzt haben wir trotzdem nur einen Flieger. Naja. Könnte schlimmer sein. Dann würde ich sagen, wir speichern. Wir speichern. Danke, Spiel. Und es geht los! Ja, aber sei bitte lieb zu mir. Ah, ja, stimmt, da war ja was. Großen machen wir sie aber platt, fertig. Ah, die Fates-Musik. Die haben schon Kriegerwaffen und so, alter Schwede. Wen markiere ich hier alles? Oh! Jetzt Brücke im Arsch. Das wird sie garantiert schnell ändern. Deswegen sind doch da schon bereit und so, okay. Dann schicke ich Louis mal nach vorne. Viel Spaß, Kumpel, viel Spaß. Bündnis noch nicht. Was war das jetzt mit ihm schon wieder? Ach, Fates. Manchmal vermisst das ein bisschen, muss ich zugeben. War schon. Ist immer noch ein geiles Spiel natürlich, aber ihr wisst, was ich meine. So. Haben wir nicht mit dir irgendwie noch. Ne, da hat er irgendwie was Cooles, Unterstützung. Vierte Stufe. Komm, hol mal ganz kurz ab. Den Rest lasse ich mal noch hier, weil da werden wir gleich eine Fresse kriegen, seht ihr jetzt schon. Bündnis und Erweckungsstein geben. Das eigentlich bei Ding machen sollen. Moment. Oh, Zeitkristalle, Hilfe. Also dann. Tiki, engage. Emblem, engage. Der göttliche Segen und die Lebenskugel auch für ihn. Bougeron! Jetzt geht's los, la 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 la. Naja, die machen doch schon langsam ein bisschen mehr Damage, so ist nicht. Okay. Na, bis die hier sind, das dauert noch ein bisschen. Silber Großaxt, ja, so siehst du aus. Vierte Stufe. Dann gehen wir gerade ein bisschen am Arsch vorbei. Gucken wir einer an. Na dann, Bündnis engage. Der sogenannte Nimmerfehl. Oder ein Speer. Ich mach mal Nimmerfehl. Danke, Alfred. Ja,
Ja, ein Freehouse-Ring, er kann es schon. Damit kann er auch umgehen. Das gefällt mir so. Jetzt sind hier alles physische. Das heißt, da kann ich eigentlich locker selber reingehen und einfach sagen, yo, Digi, was geht ab? Hätte zu ihm gerne auch ein Ding noch gegeben. So ein Erweckungsstein-Dingsbums, aber gut, ist halt so, wie es ist. Und die Pflege nur, um mal sicher zu gehen. So. Mal hier schön abblocken. Und dann wird geschmettert. So. Ja gut, wenn die da angreifen wollen. Will sie hier hinstellen, mal mit der Vehemenz. Will sie ja zurückschlagen. Ah ne, warte mal, geht der umgekehrt nicht. ja. Wir mal kurz switchen. Was ist schon mit diesen Bänden hier? Ja, nur initiieren, ne? Nicht so, wie es gerade bräuchte. Warte mal. Ah, du wohl hier hin. Mit dem Meisterbogen. Der Master of Disaster. Einmal so zum Gucken, was passiert. Kann ich ausmachen, nicht gegen Meister Louis. Also Korbschläge halt immer Schaden machen, ne? So eine Sache. So, wann kommt die Alte da unten? Der große Louis! Das sind Schmerzen, wa? So, jetzt haben wir hier so einen Nemesis-Verschnitt. Nemesis oder Genesis nicht? Wenn Alfred schon mal hier cool drauf ist, würde ich mal sagen. Nur ein Zug drauf, wa? Hauskombo? Sonst sind natürlich auch gerne hier unten genommen. Es sei denn, ich habe noch die Beilef-Kombi. Läuft, Hortensia, läuft! Und dann eigentlich gut. Magie und Resistenz steigt, super Resistenz tankt sie sowieso wie ein Weltmeister. Fast auch besser als sie drin. Speed hat sie eh schon. Also da nur ab und zu ein bisschen was macht, dann passt das. Und dann machen wir hier noch die Hauskomma Plus. Dank Beilef. Ich weiß schon, mit Hauskomma Plus nachher nochmal angreifen, wa? Das war verwirrend, ich spiele Engage, greife mit den Freehouse Mains an, aber wir sind auch noch Fates-Karte. Ist aber so eine voll die drei letzten Let's Plays einmal so kombiniert schön. Mit dem aktuellen natürlich, logisch. So, ist der schon mal im Arsch? Der olle Barsch. Muss mal gucken, wie weit komme ich mit euch noch? Ich weiß nicht, ob ein Bündnis groß was bringt. Ich meine, hier kommen noch ein paar, aber die fangen nachher auch auf der anderen Seite ab. Und der Silberdolch. Jololol. Okay, ist ja kein Bock. Let's Lottery. Das klingt bei ihm immer so, als würde sie in Schweizerdeutsch quatschen. Dabei klingt Schweizerdeutsch gar nicht so, aber es ist einfach so ein Klischee halt. Es tut mir leid. Oh, die Scheißprotektion.
Das ist natürlich unangenehm. Den kriege ich auch nicht schneller weg, wa? Warte mal, vielleicht doch. Eventuell den Magier da unten ja killen, also sprich mit ihm hier. Dafür müsste. Ja, wir sollten in der Lage sein, den hier vorne zu killen. Verteidigung geht, Speedmäßig mit dem Gazelle nicht so ein Hirsch. Könnte halt jetzt nur so angreifen mit Nimorfehl. Ja, ich meine, mit dem Speer. Ich meine, es würde reichen, um den Block nachher zu verhindern. Da kommt der da unten Donnerschwert, aber auch keinen Bock drauf. Warte mal, den Tag- und Nachtwechsel machen. Okay, okay. Jetzt habe ich noch. Oh, Heilmittel, aber gar nicht mehr gesehen. Entschuldigung. Zwillingsschlag. Krass, da wirkt die Dinge einfach gar nicht mehr. Die Protektion. Das ist einer weniger. Jetzt haben wir hier noch so einen mit dem 4. Stufe und Gelumpe. Und ganz ehrlich, da mache ich auch da Kampftechnik. Wenn du überlebst, cool für dich, Kumpel. Was haben sie so anzubieten? Der mächtige Speer. Natürlich kann ich doppeln, da ist klar, aber ey, ich mit einem zuschlagen. 22 Trefferquote, Crit-Chance, nicht schlecht. Schnitt natürlich 32, dann wäre er auch weg. Oder weil es einfach kann sagen, hey, nimm das hier. Ja, wäre jetzt auch weg, aber komm, ich will lieber, dass du den hier machst. Außer, Moment, wie sieht's mit dir aus? Kommst du auch bis da unten, könntest du ihn killen. Ja, die killen beide nicht. Und er ist eigentlich doch der Gefährlichere. Okay, komm, weißt du was? Wenn er sowieso der Gefährlichere ist, dann sollst du nun einfach ein bisschen die Mangel nehmen. Das kannst du ja cool. Gut. Cool kannst du es auch. Doch bald mal so eine Stahlgroßlanze oder eine Silbergroßlanze. So, weggeschoben. Bye bye! Ja, momentan ist der Freehouse-Ring bei Alfred besser aufgehoben. Obwohl ich persönlich finde, dass er mir hier wesentlich besser steht, aber. Das geht schon. Also, warte mal, das sind die. Ich glaube, es ist nur einer, der vorbei. Ne, zwei sogar, die vorbeikommen. Okay, ja, dann mach ich es doch nicht. Tschüss! Das war ein Fehler, Alter.
使わせてもらいます。少し苦戦するかもしれませんが、あなたならきっと。Nee, ich wusste es doch. Alter, wie fies ist denn die Alte? Warte mal, Silberschwert, Silberlanze kommt auf uns zu. Dann steht doch wieder Louis dahin. Dance for him, dance for him. La la la. Du, 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 du. Ich hau ab. Weil ich die Musik ja so feier, du du du. Feier, wie Fire Emblem, hey! Warte mal, da kommt der Silberachse auch auf uns zu. Wir können eigentlich schön schon mal ein bisschen blockieren. Natürlich kommt unten ein Typ dann auch auf uns zu. Sollen sie ruhig, aber kein Problem mit. Der brennt so überall. Ja, nee, ich will da eigentlich nicht unbedingt drin haben. Braucht jemand gerade noch einen Heal? Ja. Was eine blöde Frage, war. Also tänzt sie halt noch ein Feld weiter, also ihre Stäbe ein Feld weiter reichen, ist natürlich schon cool. Das ist echt eine dufte Fähigkeit. Oder geht's mal dahin? Da brauche ich drin. Nee, nee, komm. Silberlanze. Die wir gekonnt dort. Bis dahin kommt sogar auch noch krass. Mit der Meisterachse. Eigentlich können wir die Arkanachse nehmen. Jo. Hätte es eigentlich, wenn es daneben geht. Das war der Break. Edward ist voll gebreakt. Früher ist es so von wegen, Edward ist voll geprankt. Aber du wirst nicht mehr geprankt, du wirst gebreakt. So, Alfredo San. Ich weiß, haben wir gerade irgendwie weggepackt, aber eigentlich angreifen kann er trotzdem noch. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Was können wir da noch großartig machen? Erstmal mal den da unten gucken. Muss man den gleich noch kümmern, mal gucken. Ich sag schon wieder mal gucken, mal gucken. Eigentlich müssen wir da einen Krall aus dem Weg ziehen, die da irgendwie gefährlich werden könnten. Ich habe sie da, ne? Das ist auch immer gut. Eine Überraschung gut vor allem. Ja, komm, da ist besser. Wir sind schon mal weg. It's Engage-Zeit! Astralsturm! Ich hab überlegt, ob man Marke da unten angreifen soll. Ah, pro Marke, da ist noch einer. Ja, weil aus dem Grund, wo man da gerade dachte, mit Seedalf sogar noch schneller rankomme, kann den da unten dann nochmal eine reinhauen. Hm. Oder direkt ein Ding einsetzen. Doppelgänger. Ein Magier weniger. Und der Speedrun-Dieb. Okay, jetzt müssen wir mit Michael doch mal ganz kurz ran.
Man es eigentlich vermeiden wollte, aber scheiß drauf. Der ist bereits angekratzt. Den kriege ich nicht mal hin. Aber es ist ein Kriegerschwert. Dann Silberschwert. Kriegerschwert kann das mir schon mal schwächen. Dann können die anderen dahin, wa? Ja. Oder auch so. Was macht ihr nur? Warte mal, Sidal. Eigentlich 5 Felder weit. Okay, sie könnte anvisieren. Und dann können sie versuchen, ihn noch zu killen. So rein theoretisch, sage ich jetzt mal. Dann wäre er weg. Dann habe ich noch 3 Typen hier oben. Louis. Können sie um den hier kümmern. Das Problem ist, er greift zuerst an. Das habe ich jetzt nicht so gerne. Ich müsste ihn vorbreaken. Daraus wird aber nichts. Greift an, macht aber keinen Damage. Nachher ist er fast hinüber. Alfred könnte nachher den da unten killen. Dann haben wir noch 2. Dann ist die Frage, Boucheron Hector. Muss eigentlich bloß einmal treffen, ne? Doof gesagt. Und weg ist er. Louis hat's drauf. Oh je, was ist das für eine scheiß Trefferquote? Die ist schon ein bisschen besser. Vor allem gerade, ob es auch eine Silbergroßlanze gibt, ich stelle mir richtig krass vor. Warum wusste ich, dass das passieren wird? Warum wusste ich es? Genau, es ist Fire Emblem! Yeah! Muss ich vorne noch brechen? Eigentlich wollte ich, dass er es finisht, aber vielleicht klappt es nur so. Komm, ist. Ah, oh, warte mal, ich habe geguckt, was eigentlich als Louis Manner machen würde. Ja. Ungefähr dasselbe. Ich stehe mir mal besser hier unten hin. Ich weiß auch genau, ob ich vielleicht auch mal noch den Typen da unten besuchen muss. Und du musst verschwinden. Ich hab keinen Bock mehr auf dich, du Typi. So, ein Typi weniger. Sehr schön. Nahkampfbonus eventuell bei ihr gar nichts bringt. Aber egal. So, jetzt ist halt die Frage. Wer darf denn da unten erledigen? Eigentlich wollte ich ja, dass Unica das übernimmt, aber gerade irgendwie verkackt. Ich guck mal schnell. Ah, ich komm gar nicht perfekt hin, wa? Ist das doof. Ja, aber wenn nachher jemand anderen angreift. Ah, ich dachte, dass ich direkt hinkommen, okay. Nein! Oh, nein, ich wollte nicht Michael. Verklickt. Ich meine, er kriegt es garantiert hin. Okay, hat nichts gesagt.
So, jetzt bitte nochmal richtig, wenn es geht. Er hat einen Bruch, aber kann trotzdem ausweichen. Wie kacke ist das denn bitte? Ja, jetzt kommt Corrin gerade auch, auf das hat er eigentlich gar keinen Bock. Okay, warte mal. Dann machen wir nochmal was ganz anderes. Reißendes Gebrüll. Nee, das lieber nicht. Nehme ich hier Doppelgängerruf. So fucking Wolfbeil und weg mit dir, Alter. So, Ende im Gelände. Die weltberühmte Axtfertigkeit. So, die greifen also an. Reißender Schaden. Wir jetzt vermutlich Schaden nehmen. Okay, dann haben wir sie hier. Mal Lüni bitte ganz kurz heilen. Dankeschön. Muss ich nachher aber Cohen direkt in die Mangel nehmen. So schnell es geht, Plach machen. Jetzt würde ich natürlich auch gerne wieder zurückkehren. Am liebsten natürlich mit der Kombi. Das heißt, das mache ich jetzt so, warte mal. Engage. Sobald. So, die bleiben hier. Mit ihr theoretisch müssen wir noch was holen gehen, aber das wird nichts mehr. Zeitlich und so. Also hier bleiben. Tag-Nacht-Wechsel. Warum auch immer. Und abwarten. Nachher muss ich viel vermutlich mit ihm noch engagieren. Das wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Was ich auch mal theoretisch auch mal tun könnte, wäre mal die Folge beenden. Wobei ich doch jetzt eh keine andere Chance habe, als direkt sie hier zu killen. Huch. Er ist doch die richtige. Okay, krass. Dass ich jetzt doch nicht irgendwie killen kann. Erstmal das Feld ausdünnen. Eigentlich müssen die alle platt machen, weil die haben alle Kohle dabei. Die Frage ist, kriegt er das so noch hin? So, dann viel Resistenz alle. Er ist eh der mit dem Erweckungsstein. Du, 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 du.
Wenn alle cool dabei, die jetzt alle nicht irgendwie kriege. Weil es ein bisschen eng wird. Wobei, eigentlich immer noch, wie gesagt, wir sind immer zuerst doppelgängermäßig auf sie hier los. Silber Großachs brechen, wa? Mhm. Ich muss so viel mitnehmen, wie ich kann. Ich habe keine andere Wahl. Und einfach hoffen, dass es gut geht. Also der mit dem Donnerschwert, ja. Silber Großaxt haut aber auch rein, ne? Jetzt kommen wir trotzdem nur bis dahin. Oh, das glaube ich einfach nicht, ey. Ja, ich muss trotzdem so angreifen, gehen hier anders. Aber zumindest das Feld schon mal ausdünnen. Das greift er trotzdem zuerst an, verstehe ich am besten, wie ich ganz ehrlich. Silber Großachs gegen Eisen Großlands müsste ich das schnellere sein. Hast recht, Louis, einfach mal aufstampfen und sagen, ey, bis hierhin nicht weiter. So, und da oben oder da unten natürlich schön abblocken, genau. Mal Cohen selbst noch den Fuzzi da. Für die Ralala, für die Ralala. Gerade das Gelbe vom Ei war. Und nee, keine Sorge, ich habe den Tanzergott nicht vergessen hier. Ich habe nur gerade, wie ich den am besten einsetze. Problem ist, gefährlich sind die eigentlich alle, wenn man jetzt mal von der Seite betrachtet. Ja, das ist aber das, was momentan Michael nicht einsetzen will, wa? Bringt alles nichts. Wir haben auch echt Schiss, dass sie irgendwie Cohen einmal angreifen, wir sind alle tot, oder zumindest der eine oder andere von uns. Das heißt, ich muss es jetzt doch beenden. Michael ist ja trotz allem der Stärkste von der Clique.
natürlich auch machen kann, ist hier Tanzergöttin ausführen, damit er und sie nochmal angreifen können. Im Idealfall ihn auszuschalten und den da. Oder ich scheiß auf den und den da vorerst, dann knöpfen wir direkt mal ihn hier vor. Eigentlich sind es drei. Der hier mit der Orkanax ist gefährlich. Silberklinge ist gefährlich. Und der hier. Weil hier hoffe ich ja darauf, dass Cohen auch direkt erstmal noch die Doppelgänger angreift. Heißt, eigentlich wollte ich drei zum Angreifen. Habe ich aber nicht. Mit denen angreifen geht eh nicht. Nochmal die ganzen Truppen anders positionieren. Da wäre natürlich jetzt klug gewesen, ich mit Boucheron erst hier angegriffen hätte, dass quasi ihn gestanden hätte, um den Platz zu machen. Wenn es ein Flieger, ich habe hier einen Bogen. Trotzdem, ich schaffe die Beine auszuschalten. Oder den hier und den hier. Aber ich glaube schon mal viel geschafft, okay. Also versuchen es trotzdem mal. Oder ich habe Pech und es geht wahnsinnig nach hinten los. Das könnte auch sein. Du. Sie kann ja sowieso nicht sich bewegen. Können Sie mit Manikati versuchen? Vielleicht kriegt ihr noch und jetzt ist der Donnerfuß schon mal weg. Nein, einfach nein. Okay, ich sehe schon, wir müssen gleich nochmal ran. Natürlich bei weitem nicht schnell genug, um den Platz zu machen. Ja, natürlich mit Bogen nicht dahin komme, ist doof. Wir werden es gleich sehen, was passiert. Noch mal ein bisschen zurückspulen muss. Und gewundert. Die hat mit 1% das gekrittet. Krass. Warum greift sie trotzdem Hortensia? Ich verstehe eigentlich, warum sie Hortensia angreifen, wenn doch. Jetzt greift sie wiederum sie an. Hä? Also da mit dem Doppelgänger und schneide ich nicht so richtig. Gut, ich kann es abbrechen, weil wir müssen sowieso nochmal zurück. Toll. Bis Hortensia und alle überlebt. Was ist denn das für ein Scheiß? Folge beenden. Scheiß drauf, mache länger. Weil das Let's Play wird sowieso lange dauern, dann kann ich auch eine längere Folge machen, jetzt gerade in dem Falle. Wo sind wir jetzt eigentlich? Nachher Yunaka griff an. Den wollte ich nochmal versuchen, wa? Ja, ich meine, das macht Sinn, da anzugreifen. Weil hier anzugreifen und dem Vorplatz zu machen, vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht.
So, der wäre hinüber, dann... wo ist Boucheron hin? Bin ich gerade blind? Ah, hier ist er. Hab ihn tatsächlich nicht gesehen. Gut, er muss erstmal treffen, ne? Natürlich trifft er. Da bringt es also mehr. Wäre natürlich auch die Idee, dass ich ihn hier hinschicke, einfach doof gewesen hätte. Jemand anderes einsetzen sollen. Wäre natürlich auch eine Variante gewesen. Dann stehen auf Corin. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Oder, was schon mal ein Thema gerade hatte mit ihr, machen wir es doch vielleicht erstmal hier hin. Steigebändigkeit hier hin. Ich bleibe dabei also gerne mit Hortense dann von hier aus. Und Tanzergöttin einsetzen würde, heißt aber noch jemanden hier unten. Wenn jemand denn der ein bisschen besseren Damage macht. Besseren ja, aber unser Fortkill wäre mir noch lieber. Ist aber eher schwierig, wie ich gerade sehe. Also das sind die beiden mystischen Typen, da ist noch nicht so wichtig. Da direkt schnell genug hinkomme. Dann haben wir Michael, Witness, Engage. Cool, dann will ich auch bei ihr machen. Erstmal den hier. Ja, er wird halt trotzdem immer stärker, was willst du machen? Sonst müssen wir nochmal das Kapitel neu starten, wenn ich ganz anders spielen will. Herr Louis kann hier, von hier aus noch nichts machen. So ist jetzt der Bogen nur zwei Felder weit, gell? Ich habe keine Waffe für drei Felder. Nee, nee. Kuckuck. Jo! Das war jetzt auch nicht perfekt alle erreicht, das stimmt, aber zumindest ein Teil davon. Ich rufe dich lieber auf den los.
Ja, ist auch schon im Arsch. Wie gesagt, also wenn das jetzt nicht klappt dieses Mal, machen wir es doch im nächsten Part und dann muss man mal ein bisschen zurückspulen. Ich will ja schon die ganze Kohle mitnehmen, ne? Dann der hier. Weil ich befürchte immer noch, dass sie den Typen da unten nicht killen wird. Ne, da fehlt noch das... Das bisschen, sage ich jetzt mal noch, die Platz zu kriegen. Ansonsten... Was die eigentlich so stehen, wie sie gerade sind, ungefähr. Okay. Wundere mich gerade. Ich wollte schon sagen, gibt es hier eine Option, ihn direkt zu killen? So, jetzt habe ich eigentlich nur noch Corin plus einen Heiler da. Okay. Puh. Hat geklappt soweit, Freunde. Alter Schwede. Gut, gut, gut. Den Rest machen wir in der nächsten Folge. Jetzt doch, ja, ich weiß. Dann an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen, weil nächste Part wird sicher ein bisschen länger. Also länger im Sinne von, die beiden Plan machen wir nicht lange dauern, aber nachher mit ihr noch und mit ihr noch quatschen. Und dann vielleicht nochmal. Ne, geht nicht mehr, Tanzergöttin, aber ich muss ein bisschen mich nach oben verschieben. Weil sie da hier oben ist und sie mit ihm nochmal angreifen will. Muss ein bisschen gucken. Natürlich dann irgendwie sie so hinsetzen, dass er nochmal die Hauskombo starten kann. Dann halt die Hauskombo Plus, ist klar. Michael, Lucina Kombi, eher nur zur Unterstützung, weil sonst klangen wir da Erfahrungspunkte. Eventuell hier oben viel Spaß haben. Wolfballon weg. Naja, also der ist weg mit einem Schlag. Aber ihr müsst halt ein bisschen gucken, wie ihr damit dann das hier mache. Theoretisch könnte ich hier. Aber kommen sie da nicht hin, das ist ein bisschen doof. Damit sie nochmal angreifen könnte. Hier wird es eher eng. Ja, wie wir Corin ausschauen, muss ich mal gucken, haben wir noch gar keinen Plan. Ob ich es sogar so machen muss. Mit Luin, genau. Ui, Lanz angreifen. Ah, ist ein lustiger. Luin haben wir auch noch. Hey, der gute alte Luin. Zwei hätten wir sicher weg, aber eben sie hier oben, das wäre nochmal eine trickige Nummer. Da müssen wir gucken, wie wir das machen. Das nächste Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.